Hallo meine Pokéfreunde, Pokédenten, willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wir sind hier nun an der zweiten Hälfte der Brücke und ich habe auch ein paar Sachen weggetan und verkauft und ja, wir werden es weitermachen. Ja, macht Sinn, ne? Den hatten wir letztes Mal besiegt, aus Versehen mehr oder weniger, wie auch immer. Und hier kriegen wir, soweit ich weiß, eine neue Angel. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Klar. Cool, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und genieße das Anglerleben. Und ja, eine super Angel. Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst. Nun zieh los, um den großen Fang zu landen. Es gibt aber, soweit ich weiß, noch eine Profi-Angel. Ja. Aber wir haben jetzt zumindest die Superangel und die ist viel, viel nützlicher als eine normale Angel. Das kann ich euch sagen. Lass uns mal angeln, würde ich sagen. Lass uns mal unseren Glück versuchen. Ich habe auch die zwei Nuggets verkauft. Haben wir ein bisschen Cash bekommen. Und? Yes, yes. Yay, ihr bist angebissen. Okay, ich bin gespannt, was das so sein wird. Und wie gesagt, die nächsten zwei Folgen, die werden halt ein bisschen kürzer. Das ist ein Goldini. Wollen wir es fangen? Ja, warum nicht? Können wir mal versuchen. Und ich habe Relaxo nicht trainiert. Ich wollte es mit euch trainieren. Dachte ich mir so. Nicht, dass ich zu faul bin oder so. Nein, auf gar keinen Fall. Und kriegen wir es? Ich sag ja. Yay. Ist ja krass. Jetzt haben wir es aber im Team, ne? Oh Gott. Naja, egal. Wieso auch nicht? Ein Goldini. Weil die Schwanzflosse dieses Pokémon bauschig wie ein Ballkleid ist, nennt man es die Wasserkönigin. Alles klar. Das wusste ich auch noch nicht. Und ein Trainer ist ja auch bestimmt irgendwo. Ja, da. Oh, der Schneider, haben wir das? Sollten wir haben, oder? Ja, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Also, ich habe schon lange keine VMs mehr in diesem Spiel benutzt. Hier ist ein Item, aber der will uns nicht durchlassen. Aber das Item ist bestimmt irgendwann in der TM oder so. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Oh, bitte, das ist nicht der 6-Kaper, das ist dieser 6-Kaper der Trainer, oder? Ist es nicht okay. Man gibt es, weil ich weiß, in jedem Pokémon-Spiel. Und ja, das ist ja ziemlich nervig. Ja gut, aber jetzt war Sarze, glaube ich, schon ein bisschen dran. Und ich weiß echt nicht, was er für Attacken lernen kann. Ich habe nicht nachgeguckt. Müsste ich vielleicht mal machen oder so. Mal gucken, was für Attacken der lernen kann oder was für Attacken wir haben. Aber Relaxo ist eh stark genug, gegen so Lappen wie Carpador fähig zu werden. Aber normalerweise hat er auch so Hyperstrahl, glaube ich. Weiß nicht. Ich wollte aber, unser Relaxo soll ja so ein richtiger, also halt so ein Erholungsrelaxo werden. Dass er sich die ganze Zeit heilt und alles. Ha, alles klar, wir haben gekämpft und der Busch ist wieder da. Logik, Alter. Logik vor allem dem, ja. Richtig. Außerdem habe ich noch so ein Kapi Plus, glaube ich, bekommen. Wo ist es denn? Da, Kapi Plus, das können wir mal, weiß nicht, wie wollen wir es denn geben? Ich habe echt keine Ahnung, wie wir es geben könnten. Patex, komm. Warum nicht? Und dann nochmal Pokémon und hier Freibahnen. Bitte. Dankeschön. So. Besitzt du einen Mondstein? Oh, ich glaube, der sagt dir halt, hey, wenn du noch keinen Mondstein hast, dann hol dir lieber, du Lappen, weil da kann man coole Pokémon damit entwickeln. Ja, /1. Soweit ich weiß. Aber ja. Brauchen wir eh nicht. Und ich merke, die Pokémon werden immer stärker hier von dem Gegner. Es gibt übrigens auch zwei Wege zur nächsten Stadt, wo wir jetzt hingehen. Der eine ist so ein Fahrradweg, da müssen wir mit dem Fahrrad fahren, gegen so Biker kämpfen. Und es gibt diesen Weg, wo wir einfach über die Brücke gehen und danach über ein Labyrinth sind. Und also, wenn wir das Labyrinth schaffen, dann sind wir dort. Aber ich weiß nicht, welchen Weg besser ist. Aber egal, wir nehmen erstmal den Weg hier. Und dann gehen wir nochmal den anderen Weg, damit wir alles haben. Nee, ich will nicht tauschen, das ist eh alles schwach. Oh, Nidorino. Könnte vielleicht ein bisschen Ärger anrichten, aber ansonsten eigentlich nicht. Nee. Ah, Relaxo ist eh richtig stark eigentlich. Aber man kriegt auch schon auf Level 30. Also zumindest hier. Ich glaube, das andere ist auch Level 30. Ich weiß nicht. Aber ich bin der Meinung, wir haben es gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber ich glaube schon. Hier ist nichts. Okay, dann geht's hier unten weiter. Sind wir schon? Nee. Aber wir sind gleich mit der Brücke schon fertig. Ah, stimmt. Hier kann man wilde Pokémon fangen. Die es sonst, glaube ich, nirgendwo gibt.
Weil ich mich recht erinnere. Und ganz hinten gibt es auch nicht ein Item. Nee, mir geht es nur für Pokémon fangen. Können wir ja mal machen. Können wir mal gucken. Aber warum nicht? Oh, Blutzug! Blutzug! Lass mal fangen, das war cool. Blutzug! Blutzug! Okay, tut mir leid. Ja. Überlebt es Kopfnuss? Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Ich mache einfach mal Superball. Und? Wird es eingefangen? Ich sag nein. komm, wir versuchen mal Kopfnuss. Und. Bitte nicht sterben. Ja, nice. Perfekt. Perfekt. So, und jetzt soll es drin sein. Ansonsten, keine Ahnung. Ja, dachte ich mir. Geil. Wir brauchen auch eh genug, damit wir auch bestimmte TMs bekommen. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob es die Professoren hier schon gab. Nee, in den normalen. Ein Remake gab es auf jeden Fall, aber hier weiß ich noch nicht. Dieses Pokémon lebt im Schatten großer Bäume. Es frisst Insekten und wird von Licht angezogen. Hm, okay. Okay, ja gut. Dann machen wir mal weiter. Ach stimmt, jetzt habe ich Gegengift? Ja, natürlich habe ich Gegengift. Relaxo. Bam. Blub. Nice. Aber die Brücke sollte eh nicht länger sein als die vorher. Ja, jetzt sind wir auch schon, glaube ich, ja, wir sind gleich am Ende. Wir haben hier noch drei Gegner vor uns. Ja, machen wir die mal. Ja, ich dachte mir schon, hey, was ist mit dem los? Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Glaube ich heißt das, ich habe keine Ahnung. Okay, sorry. Wir sind schon mal 7 Minuten, krass, dachte ich nicht. Hätte ich ja nicht gedacht. Ein Goldini. Ich finde es aber langweilig, dass vor allem in der Gen viele Gegner einfach die gleichen Pokémon haben. Der einzige Unterschied wäre höchstens vielleicht die Level oder so, aber das. Ja. Finde ich halt schon ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Verwirrung, selbstverletzt. Ja, schlau. Aber Verwirrung gegen Verwirrung gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, keinen Trank. Gab es auch noch nie. Oder wird es auch nie geben. Ja, es geht halt von alleine einfach weg. Aber, ja, seht ihr? Jetzt ist es weg. Das ist halt wie Schlaf. Aber nur bei Schlaf gibt es schon halt so eine Art Heilung. Und das Goldini, das kickt gerade mein Ass. Oh, geil. Bitte nicht, oh nein. Ich glaube, mein Relax ist tot. Nein, noch nicht, noch nicht. Wie machen wir das? Supertrank. Richtig? Das ist das falsche Item, fuck. Aber immerhin habe ich es nicht mehr in meinem Inventar, damit mein Inventar mehr Platz hat, lol. Ja, besiegt es halt. Und bitte, bitte. Ja, endlich. Und besiegt. Nice. 666 Erfahrungspunkte. Okay, nein. Tut mir leid. Und ich habe es auch schon öfters mal gesagt, aber in Videos glaube ich noch nicht. Aber ich werde es mal auf jeden Fall erwähnen. Ich kann momentan kaum irgendwelche Spiele spielen, nur Emulatoren und so. Weil mein PC einfach nicht mehr so gut wie damals war, sag ich so. Und ich spare auch momentan für einen neuen PC, das kann aber sehr lange dauern. Vielleicht Ende des Jahres oder so. Ja, so lange kann es dauern. Oh Gott, was war das jetzt? Okay. Und deshalb werden bis jetzt auch erstmal bei Let's Plays nur Emulatoren-Spiele, also irgendwelche Spiele, die ich auf dem Emulator auch spielen kann, kommen. Ich werde vielleicht auch so ein Video dazu machen, wenn ich einen neuen PC habe. Also, ja. Einfach dranbleiben, so. Ich hab's vermasselt. Ja, das hast du. Und der nächste. Meine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Oh, jetzt kommen Vogel-Pokémon. Krass. Aber relax, du wirst eh wrecken. Hoffe ich. Denke ich. Hoffe ich. Denke ich. Ja. Du ein Taubsi. Yeah. Aber ging sowas. Ich weiß nicht. Bei Partix da gut? Ups. Was Amnesie macht, habe ich gerade vergessen. Top-Trank hätte ich aber, nee. Hypertrank einmal. Ich hätte mir Items kaufen sollen. Ich muss nichts, wenn wir demnächst mal in der Stadt sind. Oder wenn wir demnächst mal irgendwo die Zeit Gelegenheit dazu haben, dann werde ich auf jeden Fall Items kaufen. Ein Tauboga! Ja komm, lass mal Tauboga gegen Tauboga machen. Da hätte ich mal Bock zu. Patex, mach mal Flügelschlag vielleicht.
Ja, aber eigentlich, so gesehen, wäre ich ja eigentlich hier im Vorteil, weil ich habe ja 4 Level plus. Ansonsten sind sie gleich ein Pokémon, aber ich bin halt im Vorteil. Vor allem, weil ich Vorteil schaffe und der mich gleich angegriffen hat am ersten Mal und der einfach viel zu schwach ist und macht Rückzug, aber das ist mir egal, denn der ist jetzt eh besiegt und... Ja! Keine Ahnung, was ich laber, ich will nur die 15 Minuten vor Spaß machen. Yay. Mein Vogelteam hat verloren. Yep, hat es. Ist auch ziemlich dumm. Die lernen einfach nie dazu. Was? Kind würde ich gut kämpfen. Ah, okay. Okay, ja, bin ich mal gespannt. Die lernen auch nie dazu. Die nehmen einfach ein Team mit einem Pokémon. Oh, mit einem Pokémon-Typ und. Oh Gott, das sind 5 Pokémon auf einmal. Ja, aber komm, die sollten nicht schwer sein. Das sind wahrscheinlich eh nur so Level 24er Pokémon alle. Ja, damit waren die alle noch. Gab es ja nur wenige Sprites. Heutzutage gibt es viel mehr. Er war ein 30, das ist toll. Ich hoffe, Relaxo lernt ein paar Tage. Ich muss echt gleich mal nachgucken. Vielleicht mach ich sogar direkt nach der Aufnahme. Mal gucken. Bin ich ganz sicher. Bin ausgewischt, stand da gerade, kann das sein? Ich weiß nicht. Ah, jetzt kommt das Piepsen, Piepsen. Geil. Das gab es halt in fast allen alten Spielen, dieses scheiß Piepsen. Du hast keine AP mehr für diese Attacke, das ist schlecht. Hab ich noch ein Äther? Hab doch bestimmt noch ein Äther irgendwo. Bitte, bitte. Fuck. Aber ich hab einen Top-Äther. Oder? Hab ich einen Beleber? Das wäre. Okay, komm. Ich würde sagen, wer braucht denn eigentlich noch so Level-Ups? Komm, lass einfach Patrix mal machen. Pandas wird sich eh bald entwickeln und ich will unbedingt, dass wir einen Tauboss haben. Wir haben nur ein paar Burger und das nervt mich halt einfach irgendwie. Ich weiß auch nicht wie, aber das tut es. Yeah. Oh ja. Soweit ich mich erinnern mag, war das Labyrinth echt nervig und das war auch irgendwie teilweise unlogisch. Oder unlogisch, ja genau, unlogisch. Ein Pikachu. Da hätten wir Sand dafür. Ich habe auch schon seit längerem nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich meine, es gibt viele Pokémon, die wurden hier entwickelt und die kommen einfach kaum vor. Und es gibt auch Versionenunterschiede, nicht nur, dass der Titel halt anders ist und dass da ein, zwei Unterschiede sind, sondern es gibt da auch andere Pokémon im Wilden, im Wildengras. Zum Beispiel in einem Pokémon-Spiel gibt es Raupi. In anderen gibt es Horny oder wie sowas halt. Und ja, das macht auch so einen Sinn, Pokémon zu tauschen. Nur ich glaube, das wird bei uns nichts. Aber ich wollte es mal erwähnen, weil das ist schon ziemlich interessant, finde ich. Man musste auch damals so ein Link-Kabel oder sowas holen zum Tauschen. Also man muss das irgendwo in den Gameboy einstecken. Also man hat so ein Kabel, muss man so ein Kabel kaufen. Und dann braucht man 2 Gameboys. Und jedem der Gameboys hat das Pokémon Blau und Pokémon Rot irgendwie so eingesteckt. Und dieses Kabel muss man da reinstecken. Und dann konnte man durch das Pokémon Center konnte man so die Pokémon tauschen. Aber nur die Pokémon, die man gerade im Team hatte. Ich glaube, später war es dann so. Dann wurde es nur noch die Pokémon, die in der Box sind. Und dann wurde es endlich so, dass es alle Pokémon sind. Das war dann gut. Und wir sind angekommen im Labyrinth. Route 13 Norden, stille Brücke. Das Labyrinth ist ziemlich unlogisch, weil man hat hier überall Zäune. Und ja, man muss sich jetzt hier durchbauen, so gesehen. Also nicht wie Minecraft oder so, wie so ein dummer Schlitt. Nee, nee. Natürlich, natürlich werde ich mit dir spielen. Ich habe nicht gefragt, aber okay, ja, danke. Ja, wir besiegen noch die beiden Trainer und dann glaube ich war es das auch. Aber oh, stimmt, der Relaxo hat ja noch Ding Schnee gut. Aber Patrick sollte es auch hoffentlich noch schaffen. Yeah. Okay, so mal. Ich finde auch. Es macht keinen Sinn, wie sowas wie Sandwürmer zu benutzen, nur damit die Sets sinken. Vor allem, wenn dein Pokémon einfach viel stärker ist als das gegnerische, dann brauchst du einfach nur angreifen und warten, bis es stirbt. Ja. Aber das ist auch schrecklich oft oder halt, also oft oder auch manchmal einfach so ein Pokémon, dass man einfach nur angreifen muss und dann hat man geschafft.
Natürlich ist es ein bisschen langweilig, aber was willst du machen? Was willst du dagegen? Was willst du tun? Okay, tut mir leid. Ach, Geowurf, Alter. Geowurf richtig stark. In der Legenda gab es auch noch gar nicht so viele Typen, glaube ich. Es gab nur so ein paar Stück. Und bis heute hat Evoli immer noch nicht alle Typenentwicklungen. Ja. Level 34. Das ist sehr praktisch. Ja, kann er einfach hier bleiben und kämpfen. Warum nicht? Ja, die Gegner sind einfach viel zu einfach und ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen langweilig. Und ja, bei so einem Let's Play zum Beispiel, wo ich jetzt auch nicht mehr vorspulen möchte, wie soll ich sagen, da ist es halt schon logisch, wenn man so sagt, wie soll man so ein paar Themen oder sowas hat. Aber ich würde mir schon gerne so ein paar Themen aufspannen für so eine nächste Folge oder so. Komm, den machen wir noch platt und dann war's das. Lass dein Pokémon gegen meine antreten. Okay. Bam. Zwei Pokémon, ein Pipi. Oh, das sollte hoffentlich schnell gehen. Ich habe immer noch nicht gewechselt. Ja, das merke ich erst jetzt. Das ist ja schlau. Komm, wir machen ganz schnell mit Skröte. Easy, platt. Ich weiß, die Pokémon-Namen von mir, die sind schon so teilweise random. Ich finde es ja witzig, wenn so neue Leute dazukommen und dann gucken die halt die neueste Folge von irgendwas, anstatt einfach zu gucken, was ich auch vollkommen verstehen kann. Nur es wäre halt logisch, aber kann ich trotzdem vollkommen verstehen. Und dann sehen die sowas und stellt euch mal vor, ich habe in der einen Folge so einen richtig komischen Start gemacht. Da waren wir noch in der MSA oder MSA, wie auch immer. Und da habe ich so einen richtig komischen Start gemacht. Stellt euch mal vor, Leute kommen und sehen dann sowas. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe auch oft gehört, weil ich mache ja währenddessen so ein SpongeBob-Spiel. Natürlich ist es teilweise cringe, also zumindest das Spiel so. Und dann habe ich auch gehört, was ist das denn hier, Pokémon? Nicht Pokémon, ich meine, was ist das denn hier, SpongeBob? Das ist schon lustig. Vor allem, weil das halt niemand kennt, so. Und das halt, vor allem im Deutschen kennt das kaum jemand. Und ja. Aber ich würde mir sagen, wir hören an dieser Stelle mal auf und machen in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt es irgendwo an den Seiten anklicken und dann seid ihr richtig Korall. Haut rein, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!